Jurist ist der, glaube ich. Hey, yo, Richter, yo. Ich glaube, der war Anwalt. Aber ja, wenigstens nimmt er sich selber nicht so ernst. Das ist schon mal ganz gut. Haben wir damit endlich diese gräußliche Ära der Gangster-Rapper in Deutschland hinter uns. Ey, du, ich bin total hardcore. Lieg den ganzen Tag zu Hause auf Hartz IV. Hardcore. Du weißt gar nicht, was meine Krip ist. Ja gut, also, denen geht's auch scheiße. Aber es könnte ihnen auch wesentlich schlechter gehen, wenn sie nämlich da leben würden, wo ihre Vorbilder so herkommen. Dann hätten sie nämlich ein richtiges Problem. Aber gut, das ist nur am Rande. Gangster-Rapper-Bashing nur am Rande. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich einfach nicht. Dieses Gangster-Rapper-Gebaren insgesamt, das ist nicht so, es ist mir nicht so eingänglich. Wahrscheinlich bin ich dafür zu alt. Zu alt und zu verkalkt, um das nachvollziehen. Oh, meh. So. Weg da. So. Aeronore. Getting an upgrade. Ich weiß nicht, woran er das festmacht. Also ich glaube, die haben die Anzahl der Achievements, die man so kriegen kann, einfach mal exponentiell erhöht. Wo kamen wir überhaupt her? So, das war jetzt eben noch nicht erforscht. Da waren wir eben drin. Ich glaube, wir kamen von hier. Wollten eigentlich hier irgendwie runter. So. Haben wir hier nochmal das Eisen aus der Wand. Weil ich meine, also was mich am Gangster-Rapper gedünst so ärgert oder was ich daran so wirklich nicht verstehe, also ich meine, die verdienen ihr Geld mit Zeug, wo andere Geld für ausgehen und Spaß zu haben, ja, so für ein Konzert oder weiß nicht. Also eigentlich müsste es denen doch so per, so einfach von der Stellenbeschreibung her, müsste doch der Spaß damit drin sein. Ja, viel Arbeit und immer kreativ sein. Auch anstrengend, merkt man ja hier, wenn die Redepausen einsetzen. Kreativität ist anstrengend. Man kann darüber jetzt auch nicht so viel erzählen. Und nicht die ganze Zeit irgendwas. Wenigstens rede ich nicht über Eichhörnchen. Ich versuche es zu vermeiden. Der tiefenpsychologische Einblick bei Let's Tuddle vor kurzem. Über Eichhörnchen. War sehr interessant. Warum der junge Bursche allerdings sich selber als Eichhörnchen sieht, verstehe ich nicht. Und noch weniger habe ich verstanden, warum er sein Pferd angezündet hat. Aber das hat er, glaube ich, selber auch nicht verstanden. So, genau. Hier sind wir nämlich raus, glaube ich. Warte. Nee, da sind wir nicht raus. Hier war auch nichts. Da sind wir nicht raus. So, zurück. Oh, ey, hier ist so dunkel überall. So, machen wir nochmal ein Fäckchen ran. Irgendwo oben noch. Ja. Eisen. Ich glaube, dann haben wir demnächst mal die komplette Höhle hinter uns, ne? Wenn wir die komplett ausgewirtschaftet haben, können wir ja auch weiterziehen. Aber ohne den ganzen... Also ist jetzt nicht so, dass die Welt nicht nahezu unendlich wäre und dass man nicht irgendwo anders auch Ressourcen kriegen könnte. Aber sie einfach hier irgendwo rumliegen zu lassen, ist auch irgendwie blöd, oder? Sieht er das nicht genauso, meine Freunde? Also das kann ich auch nicht. Also ich kann nicht ganz so... Also na gut, ich könnte es wahrscheinlich schon... Könnte jetzt auch noch mehr drauf achten, noch flexibler. Keine Ahnung. Ja. Schön. Muss ja auch, ist ja auch was fürs Auge. So.
wenn es nur eine blöde Zwischenrampe ist, um hier oben an der Decke was abzubauen. Nein, also was ich meine, worauf ich hinaus wollte, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Deswegen trinke ich einfach mal einen Schluck. Wo war ich denn? Ich war bei so vielen. Ich war vor allem bei meinem Bashen auf Gangster-Rapper. Genau. Gutes Beispiel für mich. Also zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, für mich so als ey Mann. Krass. Nee. Wie simuliere ich das jetzt am. Verdammte Scheiße! Wo kam der denn jetzt hergeschissen? Hat der mir die halbe Treppe hier weggerutzt? Immerhin hat er vorhin noch was gesagt. Wenn mir das in einer PvP-Situation passiert wäre, wäre ich jetzt tot, weil er hätte mich einfach von hinten abgemeuchelt. Einfach mit Lava überkippt und ich wäre weg gewesen. Ja. Aber ein gutes Beispiel für den geläuterten Gangster-Rapper, finde ich, ist Sido. Also nicht nur, weil er hier so eine. Naja, er ist ja bundesweit bekannt, glaube ich, inzwischen. Könnte man das ja so mal. Ich weiß nicht, ob er auch international, wir haben ja auch österreichische Zuschauer. Nee, aber ob er halt auch außerhalb von Deutschland so bekannt ist. Und ich meine, der hat so am Anfang seiner Karriere hat er so hier mein Blog und weiß nicht, so ein paar. Naja, grenzwertig würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein paar Dinge halt einfach gemacht, so musikalisch. Die klangen zwar schon immer sehr cool, also Rhythmus und so weiter hat er schon immer drauf gehabt, beziehungsweise hatte Leute, die das drauf hatten. Das weiß man ja immer bei diesen Rappern immer nicht so, wer da was macht. Einer macht die Beats, der andere macht die Rhymes und der dritte greift Geld ab. Aber bei... Eine Spinne... Aber so, denn jetzt so Sido Neuzeit, ne? Also den gibt es ja immer noch. Auch wenn er lange Zeit nicht so viel gemacht hat. Aber dann hat er jetzt ja mit SPD, heißen die SPD? Ach, keine Ahnung, hier, ich habe eine Leiche im Keller und wo er da jetzt mitgearbeitet hat an unterschiedlichsten Projekten, wo man einfach merkt. Also ich finde, das darf man auch merken, dass der Spaß daran hat, was er so tut. Oder? Darf man das nicht merken? Muss das immer alles anstrengend und irr sein? Ich finde ja gerade nicht. Sympathisch wird es halt nur dadurch, dass es halt nicht immer anstrengend und irr ist. Jetzt habe ich dann Furnace rein. Das sollte ich mir mal aus meiner Leiste rausholen. Genau. Also ich finde, da wird dann... Hui, da geht's noch runter. Gehen wir erstmal... Ach, noch ein Creeper. Wo kommt ihr denn alle hier? Verdammte Scheiße. Ich brauche Achievements. Ich muss die Viecher schneller töten oder ich brauche so Bounce Back und weiß nicht was. Hier war ich auch schon. Hier komme ich sogar her, ne? Bin ich wieder zurückgelaufen? Verdammte Scheiße. Verdammte Wandern. Genau, da war irgendwas nicht so ganz ausgeleuchtet und es geht dann halt in diesen Kreis hier. Also in dieses elendig große Gewölbe. So, hier hole ich auf jeden Fall die Kohle raus. Weil wir wissen ja jetzt, egal wo wir rauskommen, wir haben ja da ein paar Dinger gesetzt. Ich muss da echt an meiner Kemenate vorhin vorbeigelaufen sein. Das geht mir auch nicht aus dem Kopf. Aber ja. Und um es abzuschließen, ich finde es halt toll, wenn man merkt, dass den Leuten das, was sie machen, vor allem wenn sie so einen schönen Beruf ausüben wie Musiker, schön im Sinne von, es ist doch toll für andere Menschen Musik machen zu können und davon leben zu können. Das ist doch einfach ein sehr schöner Beruf.
also nicht unbedingt, also wenn ihr talentiert seid, steckt euch das gerne ins Lebensziel, bitte tut euch keinen Zwang an. Aber so, wir reden jetzt von Leuten, die wirklich irgendwie was auf der Kirsche haben musikalisch. Nicht so von diesen halbjährlich gekürten Superstars. Von denen reden wir nicht. Weil das ist ja nur Medienmaschinerie. Die Emotionen kurzfristig aufwärmt, verkauft und wegwirft. Ne? Unterschied. Wichtig. Müsstet ihr auch merken. Mir würde jetzt kein Musiker einfallen, der es... So, nee, da wollen wir nicht hin, weil da kommen wir irgendwie her. Und hier wollen wir hier. Jetzt hier wieder tiefer. Sekunde, Sekunde. Nee, hier wollen wir auch nicht hin. Wo wollen wir denn hin? Großer Raum. Ah, da hinten zum Beispiel wollen wir hin. Da ist nämlich noch dunkel. Das ist ein gutes Anzeichen. Müssen wir gleich mal ein bisschen ein paar Fackeln nochmal machen. Genau. So, hier ist dunkel, aber genau, hier geht es nämlich wieder raus in den Wald. Hier auch. Da können wir gleich noch hingehen. Müssen wir jetzt hier gucken, was wir hier noch an Ressourcen holen müssen. Dann gehen wir gleich drüben wieder rein und dann schauen wir weiter. So, da habe ich noch was gesehen. Dahinter ist auch noch was. So, das war's. Ja. Wenn ich jetzt meine 5 Zuschauer frage, was haltet ihr denn von Deutschland sucht den Superstar oder Österreich sucht. Was sucht Österreich eigentlich? Suchen die auch Superstars? Sucht ihr Superschuhplattler? Was sucht ihr? Das würde mich mal interessieren. Was sucht ihr denn so? Bei uns suchen sie Superstars. Und im Gegensatz zu Stars, ne, das muss man ja differenzieren an der Stelle. Also ein Star sind diejenigen, die sich so selber und so und dann haben die Musik gemacht, die hat total vielen Leuten gefallen. Und dann gibt es die einfach, selbst wenn die Herren selbst und Damen so im Rentenalter sind, also siehe, keine Ahnung, Pink Floyd, Rolling Stones, Tina Turner, whoever, whatever, das sind dann so einfach, die haben immer noch Fans. Also würde mich da jetzt nicht so in den engeren Fankreis zählen bei den eben genannten. Aber, hui. Aber wir brauchen schon wieder eine Werkbank. So, wo ist meine Werkbank? Da ist meine Werkbank. Schön, dass ich kurz nachdenke. So. Jetzt wird schon wieder Nacht. Ja, kommt einfach hier mit runter. Hier ist schön. Hier ist total schön. Kuschelig. Hier hinter ist auch irgendwas. War der Ausgangspunkt, Kollege. Der Gangster-Rapper, der sich nicht mehr ganz so ernst nimmt. Genau, das war... Ah, genau. Schrutz und Schrutz. War also der Ausgangspunkt.